Willkommen zum zweiten Teil unserer Marokko-Rundreise 2024-25. Wir fahren von Almería in Spanien aus nach Nador in Marokko und werden von dort aus weiter in den Süden fahren. Weiter geht's nach dem Intro. Sieht man nichts, außer einem Fahrgast. Um 6 Uhr sollten wir hier sein. Es ist jetzt 6.30 Uhr und gehen in die Leere. Alle Schalter geschlossen. Super. So, ein neuer Versuch. Um 7:45 und siehe da. Auf dieser Fähre werden wir gemeinsam mit den paar anderen Passagieren, ein paar LKWs und jede Menge Fußgänger dann ablegen, 11.30 Uhr Richtung Nador. Und bis zum Boarding haben wir noch gut 3 Stunden Zeit. Und da gönnen wir uns erstmal ein herzhaftes Frühstück. Mir war das einzige Wohnmobil. Und dann waren nochmal 3 Engländer mit ihrer Range Rover da. Und sonst war halt auch nichts zu tun. 2, 3 LKWs, etliche PKW mit Dachgepäckträger. Das war es eigentlich. Also die Decks waren leer, kann man schon sagen. 10%, ja. 20, höchstens 20% war belegt. Also unser Deck, da war nichts. Ne? Als erstes wurden die Zollformalitäten erledigt. Auf der Fähre haben wir dann zu Mittag gegessen. Es wurden verschiedene Menüs angeboten zum Preis von 15 Euro. Hat ganz gut ausgesehen, lecker geschmeckt und es war eine Vorspeise nach Wahl, Hauptgang und Nachtisch. Ich war überrascht von dem Preis. Ich habe gedacht, auf der Fähre ist alles viel teurer. Es ist geschafft. Wir sind angekommen. Wir stehen bei Abdel auf dem Platz. Alles hat super gut geklappt. Das Filmstudio ist aufgebaut. Alles gut. Alles gut. Am ersten Abend. Da darf man wackeln und da darf man blöd aussehen und da darf man alles. Aber wir sind gut angekommen, wir haben uns durch den Abendverkehr von Nador gequält.
Es war wieder Chaos pur. Also von alle Seiten entgegen, unbeleuchtet, Mofas, E-Roller. Alles. Alles Mögliche. Traktoren mit Gülle dran, ohne Beleuchtung. Kreisverkehr, wo vorher keiner war. Überhaupt nicht angekündigt, nichts. Auf einmal ist einfach ein Kreisverkehr da und der geht dann nur einspurig. Die Straße kommt zweispurig und dann geht es einspurig um den Kreisverkehr rum. Aber es ist keine Beschilderung da und auch keine Beleuchtung. Weil genau, das kann man ist sich das auch Problem. Sparen. Aber jetzt sind wir hier gut angekommen, sind ganz lieb empfangen worden vom Abdel. Neben dem Camping Riad Ocean View führt eine asphaltierte Straße direkt zum Strand runter. Und da kann man prima mit dem Fahrrad oder zu Fuß die Bucht erkunden. Aber der Weg ist steil. Insgesamt waren wir 5 Tage bei Abdel auf dem Campingplatz. Und an einem der Tage sind wir mit dem Auto nach Ariad Arak Mem Mam gefahren. Da war gerade Markt gewesen, das war Mittwoch, und haben wir ein paar Sachen eingekauft und uns unter anderem auch um die Invi-Karte gekümmert. Das Angebot von Invi war wirklich sensationell. Gegenüber dem Vorjahr von 30 Euro gab es jetzt 25 Euro Flatrate. Dazu 2 Stunden telefonieren im Monat. Gut, das ist jetzt nicht ganz so interessant für uns. Aber wir haben dann im zweiten Monat 17,50 und der dritte, vierte und fünfte Monat nur 12,50 Euro für Flatrate und das im Monat. Und danach, ab dem fünften Monat, geht es dann wieder mit 25 der normale Tarif weiter. Also das waren... Nach ein paar Tagen sind wir dann von Abdel losgefahren. Richtung Ustad, diesmal nicht direkt über Balkane, sondern die N17 nach Süden runter. Zwischendurch mal wieder eine Polizeikontrolle, aber alles ganz freundlich und auf der ganzen Strecke, ich glaube einmal, wurden die Pässe kontrolliert, ansonsten hat man direkt abgewunken, ja. Wollte man gar nicht sehen. Unsere Route geht also zuerst Richtung Saidia an der Küste entlang. Und dann über Ustad, das war zuerst geplant, dass wir da nochmal einen Aufenthalt machen. Aber Ustad ist eine Großstadt, das ist uns einfach zu viel Hektik gewesen und das Durchfahren hat gereicht. Hinter Ustad wird es dann nochmal etwas hügeliger und dann verändert sich auch schon wieder die Landschaft. Von Ustad aus sind wir noch gute 100 Kilometer weitergefahren auf der N17 nach Ain Nimatar. Das war dann unsere nächste Station. Wir sind da am Nachmittag angekommen, am frühen Nachmittag, und haben dann erstmal die Stadt besichtigt. Und hier sind wir dann auch schon mehr im Zentrum, die Ladenstraße mit den ganzen Geschäften. Restaurants, Bars, Cafés, das ist alles hier an einer Straße schön aufgereiht.
dem unscheinbaren Tor auf der rechten Seite verbirgt sich der Parkplatz bzw. der Stellplatz. Sind wir jetzt in dem kleinen Dörfchen, wo der James Bond Film Spectre unter anderem gedreht wurde. Und hier im Hintergrund sehen wir den alten Bahnhof, wo er mit seiner Begleitung ausgestiegen ist. Ja, alles zugemauert und versifft, wie so oft. Im Zug wird ja wahrscheinlich keiner mehr vorbeifahren. Ja, das ist schade, dass man so alte Gebäude einfach verkommen lässt. Hier auch der frühere Wasserturm. Auf dem Weg durch den kleinen Ort haben wir dann auch endlich mal live gesehen, wie sorgsam mit den Gasflaschen umgegangen wird hier in Marokko. Und jetzt wundert uns auch nicht mehr, warum die aussehen, wie sie aussehen. Wir waren dann noch ganz in der Nähe in einem kleinen Restaurant noch zu Abendessen und hatten sehr viel Spaß, weil natürlich wir sind die Exoten da, dass wir uns kaum Touristen oder keine Touristen unterwegs. Und ja, mit den Bedienungen in Französisch, Deutsch, Spanisch, ein Kauderwelsch. Und jedenfalls war sehr, sehr viel Spaß hatten wir gehabt an dem Abend. Und dann sind wir bei einer netten Weihnachtsbeleuchtung wieder zurück zu unserem tollen Stellplatz gelaufen. Der Regen hat dem Land auf jeden Fall gut getan. So viel Grün haben wir letztes Jahr bei der Fahrt nicht gesehen. Und das war sehr überraschend für uns. Man sieht die ganzen Flaggen am Ortseingang und in der Ortsmitte. Und am 18. November feiert Marokko den Unabhängigkeitstag. Und das wird mit viel Umzügen und Musik und so weiter gefeiert. Wir sind direkt zu dem Slim Oriental Hotel gefahren. Da waren wir auch letztes Jahr schon gestanden. Und das war eine gute Entscheidung. Hier stehen wir sehr sicher. So, jetzt ist mal ein Kontrastprogramm zu unserem Stellplatz von letzter Nacht. Wir sind hier im Hotel Oriental, Klim Oriental heißt das. Und das ist in Bouarfa. Wie man sieht, sind wir die Einzigen. Wir haben bis jetzt auch hier unten
so gut wie keine Touristen gesehen. Nee, eigentlich überhaupt keine. Das ist das Hotel. Wir waren hier letztes Jahr schon mal. Ja, da wollen wir uns jetzt mal ein paar Tage von der Fahrerei erholen und mit dem Fahrrad die Gegend hier erkunden. Sonntags ist Markttag und da sind wir schnell hingeradelt. Der Markt findet auf einem großen Platz statt. Der ist mit einer Mauer versehen und ein paar Eingänge. Und an manchen der Eingänge, da findet man dann auch sogenannte Wächter, die passen dann auf die Mopeds und die Fahrräder auf. Und da sind wir dann hingefahren, unsere zwei Drahtesel schön angekettet. Und dann ging es in den Markt, wo wir uns mit Obst, Gemüse und Fisch eingedeckt haben. Das war der zweite Teil unserer Winterreise nach Marokko. Morgen geht es weiter in eine abgelegene Oasenstadt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.